Ehrenmann. Furukawa steht direkt vor mir. Ja, wie ist sie jetzt da hingekommen? Sie wohnt hier. Furukawa. Ja, aber wieso steht sie random draußen? Darf sie nicht? Doch, aber das wird nicht. Ich gehe in ihre Richtung mit wackeligen Schritten. Furukawa. Ich wiederhole ihren Namen, während ich sie nach ihr rufe. Hoi. Ja. Sie antwortet. Aber ich bin nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Was ist das, was ich tun wollte? Sie neigt ihren Kopf zur Seite. Ich stehe dort. Außer Atem. Bist du erschöpft? Nein, nicht wirklich. Ist das... Die Frage bringt mich wieder dazu, mich zu erinnern, was ich machen wollte. Die Supermarkttasche, die ich in meiner Hand trage, das war es. Oh, das? Das kannst du haben. Furukawa nimmt es und schaut oder linst hinein. Es sollte vollgepackt sein mit Dangos mit kleinen Gesichtern auf ihnen drauf. Wow, die große Dango-Familie. Ja, yep, das ist richtig. Es ist, es ist wirklich eine große Familie. Yep, eine große Familie. Ich wünschte, ich könnte auch Teil davon sein. Hm, ja. Warum fragst du sie nicht, ob du auch Teil von ihnen sein darfst? Furukawa hat ein großes Lächeln in ihrem Gesicht. Während sie weiterhin intensiv in die Tasche starrt oder durchforstet mit ihrem Blick. Während ich sie dabei beobachte, fange ich an, wieder mich zusammenzureißen. Nach alledem verbleiben wir beide für eine Weile im Park. Wir setzen uns auf eine Bank und starren in Richtung der leeren Schaukeln. Bitte? Schauen, sie setzen sich nicht auf die Schaukel wie in normalen Animes, was ist das? Tja. Jeder nannte mich Curry-Kasso für eine Weile danach. Weißt du auch warum? Ja, wegen dem Curry-Bild, was sie gezeichnet hat. Genau. Hä? Ich bin von ihrer plötzlichen Bemerkung überrascht. Ich rede von meinem Selbstporträt. Ach, das, worüber du geredet hattest heute Nachmittag. Mich haben sie danach öfter Catcher spielen lassen. Spielen die jetzt immer noch, wer wurde mehr gemobbt durch sein Bild oder was machen die gerade? Ja. Klingt, die Antwort ist, ich wurde am meisten gemobbt. Klingt, als wären unsere Selbstporträts beide ein Desaster für uns geworden. Ja, das kannst du laut sagen. Malen war noch nie etwas, was ich konnte. Nicht gut zumindest. Offensichtlich. Hi. So desu yo ne? Jupp, geht mir genauso. Ich war schon immer sehr tollpatschig und komisch. Und wurde deswegen auch öfter mal geärgert. Und dennoch bin ich... Hä? Oder dennoch bin ich wahrscheinlich, ist der Satz. Nein, und ich bin es immer noch.
Und an, ach so, ja, okay. Ich habe den Kontext gerade nicht verstanden. Der Satz war nur so, du sagst mir was anderes, als du bedeuten sollst. Ich schaue mir wieder mal Furukawas Gesicht an. Das ist eine zundere Hilfe. Sie presst ihre Hände gegen ihre Brust, als würde sie versuchen, irgendeine Art von Schmerz auszuhalten. Aber als ich es bemerkt hatte, war ich komplett alleine. Ich bemerke, ich bemerke schnell, dass das, worüber sie redet, nach der Schule passiert ist. Selbst als wir nicht mal fertig mit Saubermachen waren. Ich war komplett alleine auf dem Schulhof. Oh. Sie hilft mir auf? Nee, das ist nicht die richtige Art, um das in Worte zu fassen. Alles, was sie gemacht hat, war zu lächeln. Aber das allein hat genügt, um mich wieder zurück zu meinen Sinnen zu bringen. Weißt du? Wenn das der Fall ist, gibt es etwas, was ich tun kann, um mir zu zeigen, wie sehr ich sie wertschätze? Selbst wenn es nur eine Sache ist, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht für uns beide, wenn wir zusammen wären. Wenn du eh nur alleine weinen würdest, ruf mich an. Oder komm zu mir. Auf diesem Wege musst du nicht alleine sein. Ich würde das nicht tun, weil... Das würde dir nur mehr Ärger bereiten. Das ist es nicht, Furukawa. Ich möchte dort sein. Du würdest mir wirklich keine Probleme bereiten. Du musst wirklich dir nicht so viele Gedanken um sowas machen, wenn es um mich geht. Es ist kein Problem. Ich bin eh gelangweilt. Okay. Ja. Wenn ich am Weinen sein sollte, rufe ich dich an, oder rufe ich dich? Rufe ich dich zu mir. Rufe ich dich zu mir, genau. Danke, Ben. Alles klar, mach das. Aber ich werde mir Mühe geben, es überhaupt nicht tun zu müssen. Ja, das ist auch wichtig. Richtig. Aber wenn du es nicht... Aber wenn du es nicht machen würdest... Wenn du es nicht kannst? Ja. Dann würde ich mich irgendwie ein bisschen traurig und alleine fühlen. Nee, aber ich glaube, das wäre das Beste. Denn es würde bedeuten, dass sie ihr Bestes versucht. Ich fange an, mich selbst zu verwirren. Wenn ich dich nicht rufen würde, was dann? Hä? Würde es nicht langweilig sein? Ja, langweilig. Dewa, ganbatte itte mo yobu koto ga aru kamoshiremasen. In diesem Fall, auch wenn ich mich sehr, sehr darum bemühe, werde ich trotzdem... Warte. Mal für dich. Werde ich dich trotzdem rufen. Ja, werde ich dich trotzdem rufen.
そんなことしちゃってもいいですか？Ist das okay? Klar, vollkommen okay. Ich würde mich doch sonst langweilen. Hi. Okay. Gerade als es Zeit wird, dass mein Magen anfängt zu grummeln, sehe ich zwei Schattenfiguren auf uns zukommen aus der Richtung von Furukawas Haus. Ich muss nicht mal ihre Gesichter sehen, um zu wissen, dass es ihre Eltern sind. Nagisa, sorosoro motore yo. Nagisa, ist es nicht Zeit, langsam nach Hause zu kommen? Hey, oder na? Ich grüße sie. Oh, Cosmo Saito ja ne ka. Oh. Ist das nicht Cosmo Saito? Ara, Daiyuchu Taro-san. Oh, Universum Taro-san. Ach, nicht einer von ihnen kriegt einen einzigen Part meines Namens richtig hin. Okazaki-san desu. Oto-san, Oka-san. Es ist Joestar-san, Mom, Dad. Na. そんなチンケな名前のやつだったな。ああ、stimmt ja, du warst ja dieser Typ mit diesem langweiligen Namen。また遊びにいらっしゃったんですか？ Möchtest du nicht mal wieder zu uns kommen und zu spielen? Bist du jetzt wieder rübergekommen, um mit uns zu spielen? Genau. Okay. Jeremy sagt: Can I play with you, Sanae-san? Okay. Well. Wenn du ein Mann bist, musst du sie dir Gewalt holen. Aber selbst wenn du es versuchen würdest, würde ich das nicht durchgehen lassen. Akio-san, das ist ein, darüber redet gerade keiner von uns, um ehrlich zu sein. Otto, Hayatoshi ga, sumane. Oh, sorry, ich muss da was missverstanden haben. Ein bisschen viel. Mit einem Satz wie diesem könntest du in der Olympia teilnehmen. Oder mit einem Sprung wie diesem. Ich bekomme das Gefühl, egal wie lange ich diesen Mann kenne, wir beide werden niemals in der Lage sein, eine normale Konversation zu führen. Okazaki-san, uchi ni agatte itte kudasai. Joestar-san, komm doch bitte rein zu uns ins Haus. Sorry für die Hunde. So, das war's. Konna tokoro de kosokoso to aijin no you ni atten ja ne. Das ist richtig. Komm nicht hier raus, um deine Liebe in um deine Liebe im Geheimen zu treffen. Ach Gott. Do desu ka? Sore tomo oyago-san ga shinpai saremasu? Und hast du Lust oder würden deine Eltern sich Sorgen machen, wenn du so spät noch draußen bist? Das ist kein Problem, aber Furukawa hat mich heute gerettet, also denke ich, ich gehe nach Hause. Ich mache meine Entscheidung. Sukka, kaere, kaere. Ah, okay. Dann verpiss dich. So desu ka. Zannen desu ne. Ich sehe. Ach, das ist wirklich sehr schade. Mata ashita kite kudasai ne. Aber bitte komm morgen gerne wieder vorbei. Hä? Man sieht sich, Furukawa. Hi! Jo! 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 Alle drei von ihnen antworten. Jo! Ja.
Du hast nicht mit mir geredet? Toshishita ni yobiste ni sarete, sude henji shiteru ore tte nan nan da? Was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Einem Kind, was mich so normal verabschiedet, komplett normal zu antworten, hä? Kondo kara Akio-sama to yobe. Wenn wir... ab morgen wirst du mich Akio-sama nennen, du Punk! Können wir Akio-sama bitte so machen, wie es die ganzen English-Subs machen würden? Also Meister Akio? Nein. Ach so. Nein. Nein. Meister Akio kann man auch sagen. Akio-san? Ara, ara. Komm, lass das jetzt, Akio. Akio-sama da tsu no! That's Akio-sama! Nein, das ist Akio-sama, so! Ich hab einfach Dead gelesen, super! Headphone-Warning! Andy und Akio sind gerade einfach so zu zweit im nicht mehr in Clannad, sondern schon in JoJo. Ja. Hi, hi, Akio-sama! Ist ja okay, Akio-sama. Sie ist so süß, ey. Ich kann nicht mehr. Diese Familie ist wirklich etwas anderes. Ich liebe diese Familie. Gute Nacht, dann, Josa-san. Ich schaue mir Furukawas Lächeln an, bis es mir ins Gedächtnis gebrannt ist. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause für diese Nacht. Wann fängt er eigentlich endlich an, sie Nagisa zu nennen? Dann, wenn sie sich näher kommen. Oh, aha. No! Es ist Zeit für den Andy-Monolog. Oh nein, ich hab kein Wort! Benny, ich will da mal kurz was essen. Mein Gott, ich will nicht. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit, eine wunderschöne, schöne Stimme für die nächsten halbe Stunde zu hören. Es ist Andy. Also, ich und Benny sind jetzt gemutet. Benny, wir übergeben an dich. Wir hören gerne zu. Ja, super. Wenn ich Translation-Hilfe brauche, frage ich euch. Wir werden dir helfen. Okay, super. Als nächstes schaue ich auf den Flur oder auf den Boden. Ich fange an, ihn anzustarren. Was war es? Ich fühle mich so, als wenn ich gerade dabei war, irgendwas zu tun. Ich bewege meinen Kopf nach oben, um meinen Blickwinkel zu ändern oder meine Sicht zu ändern. Ich sehe sie. Das Mädchen, was mich die ganze Zeit beobachtet. Ihre Hände in meine Richtung ausgestreckt. Ich nehme meine eigene Hand und richte sie zu ihr. Oder versuche mit ihr zu greifen. Unsere Hände überlappen. Während ich nichts fühlen kann, weiß ich trotzdem, dass sie zusammen sind. Als das passierte, realisiere ich etwas. Ich muss wirklich in dieser Welt geboren worden sein. Es hat immerhin damit geendet, dass ich existiere. Sie kann mich anfassen. Das ist eine sehr traurige Welt. Aber sie ist lieb. Danke, lieb, das ist so super. Aber sie ist lieb. Danke, Benny. Saver. Wenn ich ihre Hand berühre, fühle ich sowohl Liebe als auch Traurigkeit in meinem Herzen, während gleichzeitig. Ich wurde in diese Welt geboren, weil ich sie gesucht habe, danke.
mein eigenes Leben aufzugeben in einer anderen Welt, die fröhlich ist. Die fröhlich ist und alles andere hat. Achso, die Fröhlichkeit, die ich haben könnte und alles andere. Genau. Sie zieht mich an der Hand hoch, sodass ich stehen kann. Und dann lässt sie mich wieder allein. Als sie ein paar Schritte von mir weg war, klatscht sie in ihre Hände. Ich begebe mich langsam zu ihr. Das ist richtig, ich bin theoretisch am Gehen. Das ist das, was ich gerade tue. Meine Gedanken sind verschwommen. Ich kann mich an nichts erinnern, außer ich streng mich wirklich konzentriert an. Sie klatscht immer noch in ihre Hände. Ich sollte gehen. Aber meine Beine bewegen sich nicht so, wie ich es will. Ich falle hin, schon wieder. Aber selbst dann nimmt sie meine Hand und hilft mir wieder auf. Wie oft habe ich jetzt schon versucht zu gehen? Endlich, ich habe es geschafft, sie zu erreichen. Sie umarmt mich. Nicht mehr als die Hälfte ihrer Größe ist in meinen Armen. Nein, nein, nein. Sie hebt meinen Körper hoch und der Körper ist nicht mal halb so groß wie ihrer. Ach, so rum ist das. Okay, danke. Du hast einen guten Job gemacht. Wärme. Diese Wort, die Deutsch. diese Worte, die sie sagt, sie stecken voll mit Wärme. Die Wärme, die ich gesucht habe. Obwohl mein Körper aus Schrott besteht, kann er und ich die Wärme gar nicht fühlen kann. Ich schau in ihr Gesicht hoch. Da sind so viele Sachen, die ich sie fragen möchte. Aber ich habe keinen Mund, also kann ich nicht reden. Ich richte mein Gesicht zurück zum Fenster. Das Licht strahlt konstant durch. Ich möchte die Außenwelt sehen. Ich möchte das Ende der Welt mit für mich selbst, mit meinen eigenen Augen sehen.